Nach zwei Videos können wir das elendlange Ansehen der Bisasam-Familie endlich abschließen. Bisaflor ist der älteste der Familie oder auch die zweite und gleichzeitig die Endentwicklung. Auch Bisaflor besitzt die Typen Pflanze und Gift, ist im Vergleich zur ersten Entwicklung nochmal 1 Meter gewachsen und unglaubliche 87 Kilogramm schwerer geworden. Hat wohl gerade das Weihnachtsessen hinter sich gebracht. Und seit der 6. Generation kann es eine Mega-Entwicklung vollführen. Weiterhin ist es reptilienähnlich, das sich aber nun in den Farben dunkelgrün, grün, gelb, braun und magenta präsentiert. An den Blättern und an der Blüte ist nun ein Stamm gewachsen und seine dreieckigen Ohren sind von innen rot und seine Augen sind nun wieder rund und bestehen wie bei Bisasam aus weißer Lederhaut mit roten Pupillen. Mit Hilfe eines Bisaflor-Nieten kann das Pokémon eine Mega-Entwicklung vollführen, wobei es noch größer und schwerer wird und sich kleine Veränderungen am Aussehen finden lassen. Neben den bisher bekannten Attacken kann Bisaflor den Blättertanz und Blütenwirbel einsetzen, sowie Flora-Statue, das eine Pflanzenvariante des Hyperstrahls darstellt und neben den Fähigkeiten Notdünger und Chlorophyll, die man von den ersten Entwicklungsstufen, also Bisasam und Bisaknosp bereits kennt, hat Bisaflor in seiner Mega-Entwicklung dann noch die Speckschicht als Fähigkeit, die den Basisschaden von Eis- und Feuerattacken halbiert. Was uns dann auch schon zur Typ Schwäche und Stärke bringt. Vom Grund auf ist Bisaflor in der normalen Form genau gleich, eben was die Typen angeht, eben auch Pflanze und Gift, was eben dazu führt, dass sich an der Typ Schwäche und an der Typ Stärke erstmal nichts ändert. Weiterhin ist es stark gegen Wasser, Elektro, Kampf und Fee und weiterhin schwach gegen Flug, Psycho, Feuer und Eis. Jedoch, wenn man den wie bereits genannten Bisaflor-Nieten einsetzt und seine Mega-Entwicklung hervorruft, wo er die sogenannte Speckschicht als Fähigkeit hat, wo der Basisschaden von Eis- und Feuerattacken halbiert wird, ist Bisaflor dann zwar weiterhin stark gegen Wasser, Elektro, Kampf und Fee, jedoch nur noch schwach gegen Flug und Psycho und Feuer und Eis, deswegen sind sie hier in der Tabelle auch nur in Klammern gesetzt, sind dann bei der Mega-Entwicklung nur bei den hier nicht gelisteten Typen, die den normalen Schaden mal 1 machen. Damit ist Bisasam mit seinen Entwicklungen nun durch. Welche Form von Bisasam und seinen Entwicklungen mögt ihr am meisten? Bisasam, Bisaknosp oder Bisaflor? Im nächsten Video geht es dann mit der Nummer 4 des Pokédex weiter. Bis zum nächsten Mal.